Des Öfteren machen wir Statements oder äußern uns zu bestimmten Themen. Und da hört man immer wieder einige Leute nachplappern. Warum rechtfertigt ihr euch immer? Wir Muslime müssen uns nicht rechtfertigen. Und ich sage nachplappern, weil ich weiß, aus welcher Richtung dieser Satz kommt. Das ist einfach nur ein Nachplappern. Weil jemand mal keine Antwort hatte auf bestimmte Themen und dann hält er einfach den Mund und sagt, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Wenn wir beispielsweise uns zu einem Thema äußern, wie den Terroranschlag in Paris, wo unschuldige Menschen umgebracht werden, im Namen des Islams, und der Islam dadurch durch den Dreck gezogen wird, nicht wir direkt, sondern der Islam als Ganzes. Wenn wir sehen, dass ein Geisteskranker in Nizza mit einem LKW in eine Menschenmenge reinfährt, Kinder, Frauen, Männer, Greise, Muslime und Nicht-Muslime, Volljährige und Minderjährig umbringt, auf ein Kinderkarussell voll draufhält und wir äußern uns danach, dass das mit dem Islam nichts zu tun hat, kommen Leute und sagen, warum rechtfertigt ihr euch? Wenn irgendwelche besoffenen Vollidioten durch Köln laufen mit 100 Mann und sich asozial benehmen und Frauen begrapschen, und aus Marokko, Algerien, Tunesien, Syrien und anderen islamischen Ländern kommen und danach die ganzen Medien vollstehen und bestimmte Individuen, Islamhasser, erzählen, das liegt daran, weil sie zu Hause keinen Respekt vor den Frauen beigebracht bekommen haben. Und wir uns dann äußern und sagen, hallo, das hat nichts mit Islam zu tun, das sind besoffene, die sowieso den Islam nicht praktizieren, da kommen Leute und sagen, warum rechtfertigt ihr euch? Erstens, wir rechtfertigen uns nicht, sondern wir haben erkannt, dass es gewisse Taten von Muslimen gibt, die mit dem Islam nichts zu tun haben, die aber dazu benutzt werden, um den Islam in ein schlechtes Licht zu stellen. Und da wir den Islam lieben, stellen wir klar, dass der Islam losgesagt ist von solchen verbrecherischen, abscheulichen und ekelhaften Taten, weil wir den Islam verteidigen wollen damit. Und jemand, der sagt, warum rechtfertigt ihr euch immer, wir müssen uns nicht rechtfertigen, der hat den Knall nicht gehört. Deswegen bitte, plapper nicht einfach alles nach, was irgendjemand irgendwann mal gelabert hat. Ja, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Wir müssen die Religion verteidigen. Und wenn im Islam Dinge zugeschrieben werden, die mit dem Islam nichts zu tun haben, dann müssen wir das klarstellen, dass diese Taten mit dem Islam nichts zu tun haben. Wir müssen klarstellen, dass Leute, die besoffen an Silvester durch die Gegend rennen und Sinner machen wollen, Unzucht begehen wollen, mit dem nicht nach dem Islam handeln. Wir müssen klarstellen, dass man das Auto nicht am Fahrer messen kann. Wenn das Auto gut ist, ein tolles, neues Auto ist, aber der Fahrer besoffen und gegen die Wand fährt, dann war das Auto nicht schlecht. Genauso ist es, wenn jemand im Namen des Islams etwas macht, was mit dem Islam nichts zu tun hat und er nennt sich selber Muslim. Die Medien und die Islamhasser benutzen genau solche Taten. Und es ist eine Aufgabe der Duat und der Leute, die die Religion lieben, das klarzustellen. Das hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. Deswegen bitte, tut mir einen Gefallen. Der Prophet ﷺ sagte, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Die Gelehrten des Islams haben die ganzen Jahre immer wieder, wenn irgendetwas islamisch dargestellt wurde, was mit dem Islam nichts zu tun hat, klargestellt, dass das mit dem Islam nichts zu tun hat. Nicht,
sich bei dem Kuffar einzuschleimen, sondern um das Ziel der Kuffar, die den Islam hassen, zu zerstören. Die Kuffar, die den Islam hassen, wollen die Kuffar, die Nicht-Muslime, die eventuell offen sind für den Islam, davon abhalten, den Islam anzunehmen. Und deswegen stellen sie solche Taten als Taten des Islams dar. Und dann muss ich, ist es meine Aufgabe als Prediger, klarzustellen, dass so etwas mit dem Islam nichts zu tun hat. Und deswegen wird mich bestimmt nicht Angela Merkel gerne haben danach. Weil einige Leute haben diesen Reflex schon. Sobald du etwas sagst, was einem Käfer gefallen könnte, heißt es, du willst dich bei dem einschleimen. Außerdem, das gefällt diesen Leuten noch gar nicht. Denkt ihr den AfD-Leuten oder einem Michael Stürzenberger oder wie der heißt, oder PE News gefällt es, wenn wir deren Arbeit kaputt machen? Bitte Gehirn einschalten. Und dann erst diese doofen Sprüche bringen von, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Nee, wir müssen uns nicht rechtfertigen, aber wir müssen die Religion verteidigen. Salam alaikum.